mal hier einmal quer durch die Pampa rennen und hoffen, dass die nicht wieder getötet werden. Aber das kriegen wir dann schon noch hin. So, jetzt laufen wir erstmal wieder hier lang zu dem Ausrufezeichen. Mal schauen, wo das sein wird, wo das Ausrufezeichen sein wird. Und dann werden wir die Erinnerung von Ezio Auditore weiterspielen. Und husch. Da die Kardinäle der Ansicht sind, die Gucken, ob man den bestechen geringen Kosten kann. Würden zu solcherlei Aktivitäten Stehlen, ermutigen. Schießen. Mit den Zusatzeinnahmen Nein. wird ein Monument Kann man nicht. zu Ehren seiner Heiligkeit Papst Alexanders errichtet. Ich will zum Ausrufezeichen, zum Ausrufezeichen. Ich weiß, dass ich das bisschen in die Länge ziehe, aber das ist mir scheißegal. Weg. Ah, da ist jetzt ein Rekrut. Den holen wir uns. Den Rekrut rekrutieren wir uns. Echt? Wenn er fällt, wirst du es bereuen. So. Ah, wir müssen zur Isola Tiberina, was auch immer. Ja gut, der eine, der kann das. Ja gut, der kommt hoch zu mir. Komm schon, stirb, so. Ja klar, jetzt bleib doch da hocken, du. Arschkrampe. Ich würde ihn gern dorthin befördern. Ja. Sprechen! Die Befreiung Roms hat begonnen. Sie. Das war sehr tapfer, Signore. Grazie. Bitte, zeigt mir, wie man so kämpft. Natürlich. Junger Padawan. Dieser Bürger ist soeben der Assassinen-Gilde beigetreten. Super! So, wir müssen doch zur Isola Tiberina. Arschloch. Ezio, du bist ein blöder Hund. So. Dann dürfen wir jetzt alles wieder hier hochkraxeln. Gut gemacht. Bank. Da, Bank. Ich weiß nicht. Sprechen? Und... Ja, ich will doch nur Geld abheben. So. Wie sieht's denn aus mit den Investitionen? Wirklich Geld investieren? Hinweis, in einem Arschloch. Der mag mich nicht. Nur weil ich so langsam lesen kann. Archelocke. Egal, gehen wir weiter und gucken, dass wir in die Isola Tiberina kommen. Und zwar durch diesen Eingang und durch B. Cutscene. Nee, doch. Wo seid ihr gewesen? Wir alle haben Geheimnisse. Ich habe einen Weg zur Befehlsübermittlung an eure Rekruten eingerichtet. Wir senden die Befehle mit Brieftauben. Hab Dank, Machiavelli. Bartolomeo lässt sich entschuldigen. Die Franzosen haben ihren Angriff verstärkt. Claudia. Ezio. Nun gut. Ich habe einen Plan für die Borgia. Wir greifen ihre Ressourcen an oder Cesares Anhänger. Mein Plan sieht beides vor. Echt? Wenn wir den Geldhahn zudrehen, verliert Cesare seine Armee und kehrt ohne Männer zurück. Also, ich frage euch, woher stammt sein Kapital? Volpe? Agostino Chigi ist der Geldgeber des Papstes, aber Cesare vertraut einem anderen. Im Moment wissen wir nur, dass man ihn den Bankier nennt. Den Bankier. Es gibt einen, der dem Bankier Geld schuldet. Senator Egidio Trocke kommt jeden Tag und beklagt sich. Oh. Bene, ich werde dieser Spur folgen. Französische Söldner bewachen die Straße zur Engelsburg. Wenn Cesare eintrifft, kommt ihr nicht mehr an ihn ran. Ich werde den General der Franzosen töten. Ist er tot? Hat Bartolomeo die Franzosen in der Defensive und sie müssen die Posten an der Brücke aufgeben. Ja. Auch ohne Söldner wird die päpstliche Garde weiterhin das innere Tor bewachen. Ja, kein Problem. Es gibt einen Nebeneingang. Lucretias neuestes Spielzeug. Pietro hat den Schlüssel. Ich sah ihn an der Burg. Kommt später zu mir. Meine Diebe werden versuchen, ihn aufzuspielen. Schön. Das ist aber nett, La Volpe. So, die Karte auf dem Schreibtisch ansehen. Checkpoint. Assassinenversteck. Ja, bla. B für interagieren. Ja, alle Nachrichten überspringen. Assassinen. Wie, wir haben...
Alter, wir haben nur zwei. Puh. Gut, wir werden die jetzt erstmal auf eine kleine Reise schicken. Und zwar haben wir hier verschiedene Länder bzw. Städten. Zum Beispiel Venedig, da habe ich ja schon einen hingeschickt. Dann haben wir Wien, Rom, Moskau, Paris, L'Amour, London, Stadt des Regens, Calicut, Lissabon, Konstantinopel, Köln, in Deutschland. Ja, da schicken wir noch einen hin, damit die ein bisschen geskillt werden. Zwei Aufträge sind dann raus. Das Versteck verlassen. Ja, und wie man hier sieht, hier haben wir ja schon die erste Waffe von Leonardo, die wir gefahren haben. Und hier werden dann wie immer bei den ganzen Assassin's Creed-Teilen die Rüstung aufbewahrt. Auf einem Rüstungsständer. Und wir verlassen erstmal die Isola Tiberina. Katharina. Wo willst du hin? Ich nütze niemandem ohne mein Forli. Ich gehe zu meinen Kindern und hoffe auf Wiederherstellung meiner Ländereien. Ich wünschte, du bleibst. Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore, und erobere Roma. Ich erobere Roma. Vittoria agli assassini! Sì! Vittoria! Vittoria agli assassini. Der Plan. 100% synchronisiert. Ja, und das war Erinnerungssequenz 4 beendet. Ja, und jetzt auch nach dem... Oh, Erfolg! Prinzessinnen in einer anderen Burg. Prinzessinnen in einer anderen Burg. Und sobald jetzt dieser Ladebildschirm vorbei ist, und zwar jetzt genau Sequenz 5 der Bankier, werden wir eine kleine Aufnahmepause machen und ich werde mir jetzt dann gemütlichst noch ein bisschen Fernseh schauen. Und danach werde ich wieder aufnehmen. Also drücke ich auf Start und sage vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt kommt eine kleine Unterbrechung. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Und wieder so komisch geredet. Aber hey, das muss auch mal sein. Tschüssi. So, willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme. Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Und ja, ich habe gerade ein bisschen vorgespielt. Ich habe mir jetzt mal sämtliche verfügbaren Assassinenjünger geholt, die jetzt noch so frei waren. Damit das nicht allzu lange dauert. Und jetzt machen wir erstmal ein bisschen noch Borgia-freier Raum. Schauen wir mal, ob man das so hinbekommt. Aus dem kleinen Schnitt, wie ich es mir vorgestellt habe, ist, ja, ein halber Tag geworden. Und hüpf, voll aufs Pferd. So. Ja, und das jetzt ist ungefähr 8:30 Uhr morgens. 9 Uhr morgens. Und ich habe jetzt noch ein bisschen umgebaut bezüglich Mikrofon. Schauen wir mal, ob das so in Ordnung geht von der Qualität. Das muss ich mir nachher mal anhören. Sobald ich fertig gespielt habe. Ist das nicht verboten? Aber das werden wir dann später sehen, wenn ich dann mal aufhöre zu spielen. Oder der Rechner abstürzt. Eins von beidem. Der Borgia-Fuzzi ist, glaube ich, ein bisschen zu schwer für die Level 1-Leute. Klinge. Ich hätte gerne... Genau. Ich nehme mal die zwei falschen. Bitte tut es nicht! Haltet ihn!
Ah, Kacke. Gut, dann müssen wir wieder abhauen. Ja, danke, 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 dass ihr hinter mir steht. Aber das war jetzt eigentlich so nicht geplant. Rauchbomben haben wir noch nicht. Scheiße. Früher oder später hängst du in einer Sackgasse. Nicht. Ich komme irgendwo immer raus. Ob ihr wollt oder nicht. So, jetzt kommt Ezio da nicht hoch. Komm schon, Ezio. Es war zwar so alles nicht geplant, aber jetzt sind sie mir eh egal. Die kriegen mich eh nicht mehr. So. Heilen wir uns wieder hoch. Eine im Suff abgeschlossene Wette oder so? Ja. Auch. So. Wir werden jetzt erstmal zu dem Ausrufezeichen wieder gehen. Zu der Mission, wo wir gestern noch nicht angefangen haben. Ja, mit diesem. Wir müssen aber dazu erstmal noch einen Marker setzen. So. Damit wir in der Story etwas weitergehen. Ah, wir sind ja jetzt am Freudenhaus. Und müssen den Bankier finden. So, Luke, wen? Mal ein bisschen was hinsetzen. Ich muss echt mal einen anderen Stuhl für hier holen. Ah, und jetzt reden wir mal mit Mom. Ja, reden wir mal mit Mom. Buongiorno, Mutter. Ezio, schön, dass du kommst. Was beunruhigt die Dirnen? Die ehemalige Besitzerin Madonna Solari war eine Betrügerin. Wir entdeckten Verbindungen zur Kirche. Schlimmer noch, einige unserer Dirnen schlafen immer noch mit dem Feind. Echt? Ich spüre sie auf. Besuch Dirnen, denen ich traue. Sie helfen dir. Grazie, Ezio. Prego, Mama. Checkpoint erreicht. Neue Kurtisan-Mission freigeschalten. Aber jetzt sprechen wir erstmal mit... Was willst du? Christina, du sprachst von einem Senator bei dem Treffen. Such auf dem Kapitol. Du brauchst mich nicht. Wenn ich den Bankier töte, müssen deine Mädchen dem Widerstand sein Geld bringen. Fein. Bleib wachsam. Gut. Senator Egidio Strocco auf dem Kapitol besuchen und den Aufenthaltsort des Bankiers herausfinden. Bei Verfolgung des Senators nicht entdeckt werden. Okay. Die Wachen haben gewechselt. So, dann muss ich auch bald wieder ein paar Borgia-Türme machen. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Wir gehen jetzt erst noch ein bisschen in der Story weiter. Damit wir nachher auch genug Kohle haben, um uns ein bisschen auszurüsten bei Leonardo. Denn ich hätte schon gerne die Sprunghandschuhe oder den Sprunghandschuh wieder. Aber auch die Giftklinge, denn die müssen wir uns ja separat wieder bei dem Halsabschneider kaufen. Die Entschädigung angenommen hat und umziehen wird. So. Die neue Wirtschaft ist gegenüber des Tiber. Dann laufen wir ein bisschen hier rum. Komm, wir setzen uns mal einen Marker, kratzen uns währenddessen an der Nase. Irgendwo. Ja. Ah, das ist, glaube ich, die Mission, wo ich als Ding rumrennen muss. Als Wache. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Weil es ist eine ganz beschissene Quest. Da musste als Wache verkleidet einen Weg laufen, den du nicht kennst. Ja, das war hier. Und das ist ein bisschen uncool.